So, wir haben uns postiert. Wie gesagt, Stand 2:0 für Team HSV. Gesamtsieger steht damit also schon fest. Die Sea Devils Jungs haben mir aber eben gesagt, dass sie diesen einen Punkt unbedingt noch holen wollen. Es geht darum, die Latte zu treffen. Und zwar einmal in Field-Goal-Form mit dem Football und einmal mit unserem Spielgerät, dem Fußball. Und Erik, du wirst einmal für die Jungs erklären, du kannst es natürlich am besten als ehemaliger Fußballtorwart und jetziger Kicker und Panther, wie man den Ball am besten an die Latte bringt, auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist. Ja, also grundsätzlich, wir wollen den Ball im unteren Drittel treffen. Das ist der Sweet Spot. Dann fliegt er meistens auch schön hoch und weit. Ihr müsst nicht so durchziehen. Ich weiß, ihr könnt durchziehen. Ihr könnt, also müsst ihr nicht, aber ihr zieht mal durch. So. Sabotieren, oder? Wir haben halt im Spiel nicht so viel Zeit, dass wir 5 Schritte machen können. Deswegen gehen wir immer nur 3 Schritte zurück. Das sind 3 normale Schritte zurück. Dann visiert ihr halt euer Ziel an, in dem Fall halt das Tor. Macht 2 Schritte zur Seite. Dann seid ihr eigentlich ready. Zum Ball hin habt ihr auch eigentlich nur 2,5 Schritte. Das ist ein Jab-Step, also ein halber. Und dann habt ihr noch 2 Schritte. Je mehr Schritte ihr macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball geblockt wird. Wir wollen ja ein bisschen spielnah bleiben. Deswegen auch für euch 2 Schritte, aber sollte ja klappen. Im Idealfall trefft ihr halt. Ja, war da drin. Genau, den Start macht Team HSV mit Jonas Meffert. Vielen Dank, Erik. Ein Tor, aber nicht die Latte. Das war schon sehr in Ordnung. Jetzt der Keeper, Matze Raab. Ah, der von Meffo war ein Tick zu tief, der jetzt zu hoch. So, Miro Muheim. Miro, ich komme mal zu dir. Das war der beste von unseren dreien. Wirklich nicht einfach, oder? Nee, ist nicht einfach. Ja, schon mit einem normalen Ball ist nicht so einfach, aber mit dem noch mal ein bisschen schwieriger. Worin besteht da so die Schwierigkeit? Auch die Flugkurve, glaube ich, ist ein Thema, oder? Das zu berechnen? Ja. Also ich habe das jetzt noch nie gemacht und er ist auch ein bisschen leichter als unsere. Ich glaube, man muss auch wirklich am richtigen Ort treffen, um dann die Höhe richtig zu treffen, genau. Also 0 von 3 für unsere Jungs. Schauen wir mal, wie die Hamburg Sea Devils sich in ihrem Fachgebiet schlagen. Auf geht's. Levi, der Tight End, startet. Gar nicht schlecht. Erik mit dem letzten Schuss und der letzten Chance auf einen Lattentreffer. Bärenstark von Erik. Also 1:0 nach dem Football-Field-Goal-Schießen. Und jetzt gehen wir ran an den Fußball und Jonas Meffert beginnt fürs Team HSV. Matze. Und wir schauen auf Miro Muheim. Der Mann mit dem feinen Linken. Close. Also 1:1. Die Chance für die Sea Devils. Ein Lattentreffer würde reichen, um die Challenge zu gewinnen. Wow. Leider nicht. Außerhalb der Regeln. Sorry. Tor, aber nicht die Latte getroffen. Also die Hoffnungen ruhen auf Erik in seinem Fachgebiet. Ansonsten geht's wieder ins Sudden Death.
Der ist ein Tick zu hoch. Also wieder Sudden Death, wieder dürft ihr, müsst ihr einen bestimmen, der nochmal mit dem Football und mit dem Fußball schießt. Auch nicht verkehrt von Mefo, aber knapp daneben auch vorbei. John Levi Kruse für das Team Hamburg Sea Devils. Da. Nope. Ja. Oberschenkel. Brutal stark von Mefo. So Levi, jetzt musst du. Dampf ist da drauf, aber die Genauigkeit fehlt ein bisschen. So, unsere HSV X Hamburg Sea Devils Challenge ist durch. Am Ende ein klares Endergebnis. 3:0 für unsere HSV-Profis. Ihr habt euch richtig gut verkauft. Ich finde aber auch, unsere Sea Devils-Jungs haben es richtig gut gemacht. Erik, am Ende fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Weiß man nie. Fragt man sich halt. Was denn... für euch mal spannend, so einen Exkurs zu bekommen hier im Volkspark beim HSV und auch mal gegen das runde Leder zu treten oder das ja, zu bespielen? War mal wieder schön, gegen Fußball zu treten. Also habe ich jetzt länger nicht gemacht. War cool, hat Spaß gemacht. Auch mit euch Jungs. Glückwunsch übrigens. War cool. Sehr fairer Verlierer also, Miro. Am Ende ein 3-0. Ein standesgemäßes Ergebnis, hast du es erwartet oder... Ja, nee, ich habe schon erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt eigentlich. Nein, ihr habt euch gut geschlagen. Ja, ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher für uns, den Ball zu werfen, weil wir können ja werfen und die Jungs ja, spielen oder haben, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Fußball gespielt habt, ihr zwei. Ja, von dem her haben sie es eigentlich wirklich gut gemacht. Verdientes Lob auf jeden Fall, Mefo, für dich als Football-Fan auch mal eine coole Erfahrung, sich mit solchen Jungs auszutauschen, mal das Ei in der Hand zu haben quasi. Ja, also ich finde, es hat richtig Spaß gemacht und man kann ja auch sagen, dass die, ja, die Übungen lagen ja jetzt uns eher. Hätten wir jetzt was mit ja, Fangen oder mit Tackeln oder so gemacht, glaube ich, wäre es ein bisschen schwieriger für uns geworden, aber es hat echt richtig Spaß gemacht und ja, war cool. Also so kann man das doch passend zusammenfassen. Vielen Dank an euch Jungs von den Hamburg Sea Devils, dass ihr hier wart. Vielen Dank natürlich auch an euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Das war doch eine richtig runde Sache. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Schreibt entsprechend in die Kommentare. Gebt euer Feedback und damit verabschieden wir uns wie immer mit den drei Worten. Nur der HSV. So, die Hamburg Sea Devils haben uns im Rahmen der Challenge noch ein Gastgeschenk mitgebracht und zwar ein richtig cooles. Ein signiertes Trikot von Kasim Edebali, dem ehemaligen Sea Devil und NFL-Profi und dazu auch einen unterschriebenen Football. Diese beiden Sachen könnt ihr gewinnen. Schreibt uns in die Kommentare hier bei YouTube, welcher Teamname würde euch einfallen für unsere HSV-Truppe, wenn wir in der NFL im American Football an den Start gehen würden? Was wäre ein cooler Teamname? Abonniert den Channel, schreibt es in die Kommentare, gewinnt ein Kasim Edebali-Jersey, der gerade retired, der gerade seine aktive Karriere beendet hat und dazu diesen Football. Also, HSV-Fans, auf geht's, rein in die Kommentare.